Ich meine, wir hatten diese Diskussion ja jetzt schon häufiger mal. Die große Frage, was lohnt sich eigentlich mehr? Gaming-PC oder Gaming-Notebook? Und in diesem Video habe ich mal wirklich zwei vergleichbare Dinge für euch, denn ich lasse einen 2.000 € Gaming-PC gegen ein 2.000 € Gaming-Notebook im Hardware-Battle antreten, dass wir dann hinterher sehen, was sich aktuell mehr lohnt. Mit jeder neuen Generation an Grafikkarten oder CPUs kommt natürlich auch einiges an neuer Hardware allgemein dazu. Unter anderem sind auch Dinge dabei, die wir uns selten mal genauer ansehen, nämlich Notebook-Hardware. Und Gigabyte, die übrigens das heutige Video unterstützt haben, deshalb steht da oben rechts auch Werbung, hat die Aorus 17 Pro Gaming Laptops natürlich auch mit neuer Hardware ausgestattet und die hat es wirklich in sich. Da ist die neue Intel-Generation, also die 12. Generation für Notebooks drin, die aktuellen Nvidia RTX 3000er Grafikkarten und das in so einem schlanken Teil mit einem wirklich verdammt guten Bildschirm. Eine Konfiguration mit einem Intel Core i7 12700H, also der mobilen Variante, und einer RTX 3070 Ti, 16 GB RAM, 1 TB SSD und sogar einem 360 Hz Panel gibt es da momentan für unter 2.000 €, was ohne Frage viel Geld ist, aber interessanterweise bekommt man momentan eben auch nicht unglaublich viel mehr für sein Geld, wenn man sich jetzt dafür ein Gaming PC zusammenstellt. Und als die Grafikkartenpreise noch deutlich höher waren als aktuell, ist man zum Beispiel mit einem 1.000 € Gaming Notebook erstaunlicherweise besser gefahren als mit einem 1.000 € Gaming PC. Die Frage ist jetzt für mich, wie verhält sich das aktuell? Denn die Grafikkartenpreise sind Stück für Stück am droppen. Was lohnt sich also zurzeit mehr? Genau das habe ich mir angesehen, denn zufälligerweise habe ich erst letztens einen vergleichbaren Mini-ITX Gaming PC für knapp 2.000 € gebaut und den habe ich antreten lassen gegen ein Gigabyte Aorus 17, was man momentan sogar für gut unter 2.000 € bekommen kann, wofür es meiner Meinung nach auch ein echt guter Deal ist. Es gibt natürlich noch viele andere Konfigurationen von dem Teil, zum Beispiel mit einer RTX 3060, wenn ihr nicht so viel Leistung braucht. Und solltet ihr mehr Leistung brauchen, dann geht das sogar hoch bis zu einer RTX 3080 Ti in einem Notebook. Das Teil kommt im 17 Zoll Formfaktor, was ich wesentlich besser finde als die kleineren 15 Zoll Geräte, gerade bei Gaming Notebooks, denn 15 Zoll ist wirkliches Mäusekino. 17 Zoll geht noch einigermaßen und hier haben wir auch schon die erste Disziplin, denn bei einem Gaming-PC müsst ihr euch natürlich einen Bildschirm dazu kaufen, durch den dann auch nochmal mehr Kosten entstehen. Der Gaming-Laptop hat natürlich einen integriert. Nachteil an der ganzen Geschichte ist eben, dass ihr an einen relativ kleinen Bildschirm gebunden seid, wenn ihr jetzt keinen externen Bildschirm nutzt. Eines kann ich euch aber trotzdem sagen, mit einem 360 Hz IPS-Panel hat es dieses Teil definitiv in sich. Damit macht E-Sport meiner Meinung nach sehr viel Spaß. Ich bin aber auch ehrlich zu euch, der Unterschied zwischen 144 und 360 Hertz, der ist subjektiv nur wenig merkbar. Aber der Rand von diesem Panel ist erstaunlich schmal. Das hat mir sehr gut gefallen, denn das macht das Notebook insgesamt noch mal ein bisschen kompakter als andere 17 Zoll Geräte. Dafür braucht ihr aber auch die entsprechende Leistung. Das Teil in der Konfiguration hier kann diese Leistung allerdings auch liefern, denn die Grafikkarte ist hier eine RTX 3070 Ti, allerdings ist die auf 130 Watt limitiert in dem Notebook. Eine durchschnittliche RTX 3070 Ti in der Desktop-Variante kann sich auch gut und gerne mal an die 300 Watt genehmigen und auch hier haben wir wieder Vor- und Nachteil zugleich. Ihr bekommt irgendwie eine vollwertige Grafikkarte, also die ist nicht total abgespeckt und das ist in sehr vielen aktuellen Notebooks so, die allerdings durch die Leistungsaufnahme limitiert ist, dafür aber eben auch weniger Strom verbraucht. Wie diese beiden Karten sich dann im Vergleich schlagen, das werden wir uns gleich noch ansehen. Allerdings ist es eben so, da muss jeder selbst wissen, was ihm wichtiger ist. Natürlich bekommt man mit einer Desktop-Karte mehr Leistung, weil das ist ja auch klar, wenn sie mehr Strom zieht, dann kann sie eben auch mehr leisten. Nichtsdestotrotz sind die Notebook-Karten mittlerweile vollwertig. Gleiches gilt übrigens für die CPU. Alder Lake hat jetzt auch nämlich den Einzug in die Laptop-Hardware gefunden und das Testgerät hier hat entsprechend einen Intel Core i7 12700H. Der bekommt auch Intels Hybrid-Architektur. Sprich, auch dieses Teil liefert insgesamt 14 Kerne und 20 Threads, wobei die 6 P-Cores Hyper-Threading besitzen und zusätzlich habt ihr dann auch nochmal 8 E-Cores. Das ist natürlich für Multicore-Kram wirklich cool, aber auch der ist auf 115 Watt limitiert. Die Desktop-Varianten ziehen sich da ja bekanntlich deutlich mehr. Daneben hat das Teil aber auch noch 16 GB RAM zu bieten, was in dem Fall auch DDR4 ist, eine 1 TB PCI Express 4.0 SSD und auch eine ordentliche Auswahl an Anschlüssen mit einmal HDMI, Mini-DisplayPort, zweimal USB 3.0
2.0 Typ A, einmal Thunderbolt 4, 2,5 Gigabit LAN und Klinke, wobei das wiederum eine Disziplin ist, bei der ganz klar der Desktop-Rechner gewinnt. Anschlusstechnisch habt ihr zwar alles, was man irgendwie gebrauchen könnte, inklusive Thunderbolt, was ich sehr cool finde, aber wenn ihr eben mehr als zwei USB-Devices braucht, dann müsst ihr adaptieren und das ist bei Notebooks eigentlich immer so. Jetzt ist die Frage allerdings, wie performen die beiden Geräte im Vergleich? Dazu habe ich mir verschiedene Disziplinen angesehen. Einmal die CPU-Leistung, also die Frage, was der 12700H rendertechnisch im Vergleich zum 12600K drauf hat, denn bei dem Budget von knapp 2000 €, da ist in der Konfiguration bei dem Desktop-Rechner, den ich letztens gebaut habe, leider kein neuerer 12700K drin, sondern wir müssen auf den 12600K zurückgreifen, sonst hätte man irgendwo an anderer Stelle sparen müssen. Und schaut man sich das Ganze mal an, dann liefert die Laptop-Variante gar keinen schlechten Wert und ist sogar sehr nah an dem i5-12600K dran. Zumindest mal, was die Multicore-Leistung angeht, denn es gibt ja auch noch diesen Single-Core-Test, wo nur über einen einzigen Kern gerendert wird und da fand ich eine Sache erstaunlich, da gewinnt sogar der i7-12700H. Also der ist da sogar ein bisschen schneller als der Intel Core i5-12600K. Die etwas niedrigere Leistung im Multicore-Benchmark ist wahrscheinlich auf die Leistungsaufnahme der CPU zurückzuführen, denn die lag bei dem Test bei um die 105 Watt und bei dem i5 waren es schon um die 135 Watt. Und an der Stelle muss man sich dann eben entscheiden. Der Gaming-Laptop ist ein bisschen stromsparender, liefert aber dafür eine sehr gute Leistung. Der Gaming-PC, der verbraucht ein bisschen mehr Strom, liefert aber dafür eben auch mehr Leistung. Als nächstes habe ich mir dann aber auch die Performance in synthetischen Benchmarks wie dem 3D Mark angesehen. Und hier seht ihr einmal den 3D Mark Firestrike, dann seht ihr hier den 3D Mark Timespy und zu guter Letzt seht ihr hier noch den 3D Mark Port Royal. Ja, wir sind da jetzt relativ schnell durchgerusht, weil ich euch eine Sache einfach klar machen wollte. Die beiden Geräte skalieren relativ ähnlich in allen drei Benchmarks. Das heißt, eigentlich ist der Gaming-PC immer gute 30% schneller. Der letzte Benchmark in diesem Test, also der 3D Mark Port Royal, das ist ja ein Raytracing-Benchmark, der vor allem von der Grafikkarte abhängig ist und die ist in dem Desktop-PC, den wir hier zum Vergleich haben, ebenso wie in dem Aorus 17 eine RTX 3070 Ti, die allerdings nicht limitiert ist in der Leistungsaufnahme. Und das ist eben das, was ich sagte, das sieht man zwar im Ergebnis, wobei das Notebook hier dafür eine wirklich ordentliche Leistung abliefert, weil man muss eine Sache ganz klar sagen, die Desktop-Variante, die hat sich in meinem Test ungefähr 306 Watt genehmigt, bei der Laptop-Variante waren es gerade mal 122 Watt und das wäre im Prinzip mehr als das Doppelte an Leistungsaufnahme für 30% mehr Leistung. Dann habe ich mir aber zusätzlich noch ein paar Gaming-Benchmarks angesehen und wirklich nur Gaming-Benchmarks und kein Gameplay, weil die Werte sollen ja auch vergleichbar bleiben und zweitens war das Ganze auch auf Full-HD-Auflösung reduziert, denn das 17-Zoll-Display im Aorus 17, das ist ein Full-HD-Panel, auch wenn eine RTX 3070 Ti meiner Meinung nach für mehr geeignet ist. Mit Rainbow Six Siege habe ich dann erstmal ein etwas CPU-lastigeres Game getestet und in dem Aorus 17 erreichen wir da auch wirklich eine starke Leistung mit 342 FPS im Schnitt. Allerdings muss man hier eben auch wieder sehen, natürlich ist der vergleichbare Desktop-PC stärker mit 445 FPS im Schnitt, aber das sind beides Werte, mit denen das Game mehr als nur spielbar ist. Dann habe ich auch noch den Far Cry 6 Benchmark gemacht, der eher GPU-lastig ist und dann auch auf Full HD und maximalen Settings und schon wieder sehen wir hier natürlich, beide Geräte liefern spielbare Bildraten ab, allerdings ist der Desktop-PC wieder rund 30% schneller. Und vielleicht jetzt für euch noch die Info, wie waren die Temperaturen und wie sah es mit der Wärmeentwicklung aus? Also auf engem Raum hat man ja wesentlich schlechtere Möglichkeiten, was die Kühlung angeht. Und ja, mit 88 Grad auf der CPU und 83 Grad auf der GPU war das Teil hier bestimmt nicht kühl, aber eines muss man eben bedenken. Notebook-Hardware hat allgemein höhere Temperaturlimits, was zum Beispiel auch für den 12700H gilt, denn der kann bis 100 Grad gehen. Das macht keine Desktop-CPU mehr mit. Also, was bleibt mir jetzt zu sagen? Klar, der Desktop-PC glänzt vor allem bei der Leistung. Mit einem selbstgebauten Rechner und vergleichbarer Hardware kann man einfach die maximale Gaming- und Renderleistung rausholen. Man darf aber eine Sache nicht vergessen. Der Rechner, den ich getestet habe, der kostet so alleine rund 2000 € ohne Bildschirm und ohne Tastatur. Ein günstigeres 360-Hertz-Panel kostet auch nochmal knapp 400 €. Und wenn man sich jetzt im Verhältnis dazu anschaut, was dieses Aorus 17 hier leistet, ist das meiner Meinung nach schon beachtlich und wir haben auch eine Sache gelernt. Je mehr Leistung wir wollen, desto ineffizienter wird es wahrscheinlich, denn wir haben
haben so gesehen, zumindest was die Grafikkarte angeht, einen Leistungssprung von um die 30%. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist aber eine Leistungsaufnahme von über 50%. Und da stimmt ja dann irgendwo auch nicht mehr ganz so das Verhältnis. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, was Gaming-Notebooks mittlerweile 2022 leisten. Auf dem Gebiet, und das habe ich dieses Jahr irgendwann schon mal gesagt, hat sich einfach ungemein viel getan in den letzten Jahren. Aber man muss sich eben die Frage stellen, kann so ein Gaming-Notebook auch ein richtig fettes Gaming-Rig ersetzen? Mit Sicherheit gibt es einige Lebenslagen, in denen so ein Notebook praktischer sein kann, aber die Frage, die möchte ich an euch weitergeben. Wer hat für euch gewonnen? Das Gaming-Notebook oder der Gaming-PC? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Ich kann euch nur empfehlen, schaut vielleicht jetzt mal auf meinem Instagram-Account vorbei, denn da findet ihr ein kleines Easter Egg für euch. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.